Ja, und rund um den Globus haben ja die Menschen auf den bevorstehenden Wechsel im Weißen Haus, was wir gerade noch im Bild gesehen haben, reagiert. Und zwar durchaus unterschiedlich. Viele setzen große Hoffnungen in den neuen Präsidenten Joe Biden. Andere gehen aber auch davon aus, dass sich die Politik der USA außenpolitisch jedenfalls kaum verändern wird. Wir hoffen, dass die Beziehungen unter Joe Biden viel besser sein werden als unter Donald Trump. Wir brauchen mehr Hoffnung für die Jungen, für die Alten, für die, die Familie haben. Für mich bedeutet Joe Bidens Sieg gar nichts. Das Wichtigste ist doch, dass die Blockade gegen Kuba aufgehoben wird. Die USA müssen sich daran gewöhnen, dass gut 140 Kilometer südlich von ihnen ein Nachbar wohnt, der anders denkt als sie. Ich denke, da wird sich nicht viel verändern. Die USA verfolgen immer die gleiche Politik, ganz gleich, wer Präsident ist. Als ich die Nachrichten gehört habe, dachte ich, oh mein Gott, ich würde keinen von beiden unterstützen, egal wer gewählt wird. Allein schon aufgrund ihres Alters. Ich meine, beide sind alt, fast 80. Im Hinblick auf die chinesisch-amerikanischen Beziehungen hat Trump keinen guten Job gemacht. Aber in beiden setze ich auch keine allzu große Hoffnung. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sich unsere bilateralen Beziehungen verändern werden, nur weil die USA einen anderen Präsidenten haben. Ich denke, sie benutzen unser Land nur. Solange Taiwan ihnen nützlich ist, wird sich in der amerikanischen Politik zu uns nicht viel ändern, egal welche Partei den Präsidenten stellt. Ich bin mir noch nicht sicher, was Bidens Wahl für die Ukraine bedeutet. Wer weiß, ob er ein guter Partner wird oder was er fordert. Ich hoffe nur, dass er Russland in seine Schranken weist und Russland an Macht verliert. Die Tage, an denen Profit über den Menschen gestellt wurde, sind vorbei. Denn es ist diese grenzenlose Gier, mit der die Donald Trumps dieser Welt uns in die Klimakrise getrieben haben, mit möglicherweise katastrophalen Folgen. Joe Biden wirkt auf mich wie ein fürsorglicherer Mensch.